Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute mal nach langem wieder. Haben wir wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben ja immer Puzzeln dazwischen gemacht, aber ach, nachdem ich letztes Mal das dann auch so gut hinbekommen habe mit dem Moin, moin, liebe Leute, Diamonds und Painting, so wie es heißt. Painting, nicht Painting. Ja, machen wir heute mal wieder. Diamonds Painting. Und eigentlich habe ich gehofft, ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich hoffe, dass da alles mit dabei ist. Das ist ein lustiges Motiv, was ich ganz gerne zu Weihnachten verschenken möchte. Und das wäre natürlich super, wenn jetzt hier alles auch mit dabei ist, ohne Schere. Aha. Und ich das super toll verschenken kann. Mal schauen, ich habe noch ein zweites Motiv, was man auch noch machen könnte. Ja, jetzt gehe ich es doch nicht auf. Was ich auch noch mal verschenken könnte. Und das finde ich ist ein super tolles Weihnachtsgeschenk für die Leute, die ein bisschen auf Kitsch stehen. Und ich kenne da ein, zwei, die stehen auf Kitsch. Und manchmal weiß man ja auch nicht, was man sonst verschenken soll, ne? Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Müll. Habe ich die Schere ja doch gar nicht gebraucht. Jetzt erkennt man das ein bisschen. Für euch mache ich es dann natürlich heute umgedreht. Tada! Das ist ein verrücktes Tiermotiv. Ja, und ich fand das ziemlich geil. Deswegen habe ich gedacht, das kannst du ja bestellen. Und irgendwie haben sie alle wohl die Standardausführung. Das hatten wir letztes Mal auch. Also das Wachs plus den Pen. Pen-min-min. Und los geht's, würde ich mal sagen. Es könnte sein, dass ich nochmal aufstehe, weil ich natürlich vergessen habe, ein, zwei Schüsselchen hier hinzustellen, ne? Weil wir müssen wieder natürlich da, wo die Folie ist, wieder aufmachen und da auch anfangen. Das heißt, wir brauchen wieder Schüsseln. Wie gut, dass ich die vergessen habe. Hier sind nochmal so Dealerbeutel oder was soll das darstellen? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, da müssen wir die Folie abmachen. Genau. Das ist die Ding. Ja, dann brauchen wir doch vielleicht eine Schere. Das passt. Dann haben wir nicht weit weggepackt. Wo man. Ah! Mal, wo ist Anfang, Ende manchmal? Genau. Deswegen nehmen wir dann doch die Schere. Jetzt habe ich es doch gefunden. Gucken wir erstmal, wie viel wir überhaupt haben, weil ich sehe es auch so. 19. 19 Farben. Wow. Ja, das sind ja so einige. Ich hol dann doch mal ein Schälchen, würde ich sagen. Schere brauchen wir doch für die Tütchen und die Nummern ausschneiden. Könnte natürlich sein, dass wie letztes Mal irgendwie, weiß ich nicht, schwarz doppelt ist oder so. Ich glaube, das waren sogar die gleichen Nummern. Ich bin mir nicht sicher. So, Aschenbecher haben wir auch. Nichtraucher. Mehr. So, wie viel haben wir denn? 4, 5. Wir werden nicht mal annähernd 19 haben. 6, 7, 8. Gut, also nehmen wir natürlich erstmal die, die wir gebrauchen. Ist ja logisch. Und erstmal eine rauchen. Sogar. Womit fangen wir denn an? Das können wir dann natürlich, habe ich nachher überlegt, wenn es fertig ist, schön ausschneiden, weil den Rand will man natürlich nicht sehen und dann schön in einen Rahmen packen. Das Bild ist 30x40. Steht auch drauf, kann man wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Ja, genau. So, also mit der 8 fangen wir an. Auf was für ein Zufall, die 8. Da ist es schon. Die 8. Jetzt kann man zu reißen, oder?
Gut. Damit wir das nicht vertauschen natürlich, machen wir das da rein und die Nummern lassen wir da drin. Weil es gibt ja wahrscheinlich noch mehrere Blautöne, ne? Oder? Ja, ein helles Blau. Ah, egal, ich mache es trotzdem, damit ich da nicht durcheinander komme. Plastik wieder weg. So, als nächstes brauchen wir, wir können die Schüsseln schon mal voll machen. M. Hier siehst du, da haben wir das helle Laut. M ist 15. Oh, schwarz ist ganz voll. Ich dachte, die packen das wieder in zwei Tütchen. Ah, da ist es. Ja, kein schönes Grün, ne? Bin mal gespannt, wie lange wir diesmal dafür brauchen. Das kommt hier rein. Man kann das Schälchen natürlich benutzen, man muss es aber auch nicht unbedingt, ne? So, dann brauchen wir H. Oh, ist 13, habe ich schon gesehen, ist hier. Man kann ja auch direkt aus der Schüssel picken, das ist egal. So, Plastik oder was? Dann brauchen wir E. 10. Das ist grau. Sind sogar nach Nummern. Okay. Da. Moinsen Daniel. Ja, ich dachte, ich färbe mal heute, aber es ist nicht so geworden, wie ich eigentlich vorhatte. Es ist irgendwie so mehr blau als türkis, ne? Ich habe grün bestellt jetzt, damit ich das mischen kann mit dem Blau. Und ich hoffe, dass da ein bisschen Türkis dabei rauskommt. Weil eigentlich wollte ich mehr Türkis haben. Es ist. In der anderen Kamera sieht das anders aus. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so super deckt, weil ich habe es eigentlich sehr verdünnt aufgetragen. Und dann bin ich froh, dass ich es so verdünnt habe, weil sonst wäre das noch intensiver geworden. Ich will das nicht so blau haben. Ich will es Türkis. So, was brauchen wir als nächstes noch? A. A ist, glaube ich, schwarz. Wo ich letztes Mal, glaube ich, festgestellt habe, dass die Schüsseln nicht so prickelnd sind zum Reinpicken. War irgendwie so. Aber egal. Schüssel ist Schüssel, ne? Oh, die ist randvoll, die Tüte. Aufpassen. Nicht, dass sie irgendwas verloren geht. Die springen ganz gut drum, die Dinger. So, den Rest lasse ich erstmal nochmal, den wir noch nicht brauchen. Leg den beiseite. Beiseite. Dann können wir mal gucken. Ah, es ist so wie beim letzten Mal eigentlich, das. Kann ich noch ein bisschen schieben? Na, ein bisschen geht noch. Dass hier unten natürlich auch H und Y ist. Also man kann jetzt nicht eine Farbe abarbeiten oder so und dann die wegpacken oder fertig machen. Das geht nicht. Nein, man muss natürlich die aufbewahren und dann irgendwo anders noch weitermachen. Also wir können ja nicht die Folie ganz abziehen. Das können wir nicht bringen. So, hier ist wieder der Nupsi drauf. Ich glaube, den hatte ich letztes Mal einfach rausgezogen. Wir können den ja mal drauf lassen. Eigentlich soll der, glaube ich, so drauf bleiben. Ansonsten ziehe ich ihn wieder ab. Gar kein Problem mit. Die war letztes Mal so sparsam mit dem Wachs. Hätten wir auch nicht, aber gut. Bin mal gespannt, ob ich mit der Spitze besser arbeiten kann als mit der Gwen. So, Y, Y, Y. Ich mache mal ein gutes Stück weg. Ein Rubbelschätzchen. Kennst du das nicht? Ich würde ganz gerne mehr Zoom auf die Kamera haben, damit man besser sieht. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme mit der App. Oh ja, doch.
Tatsache. Aber es kann sein, dass das Bild dadurch unschärfer wird. Ich hoffe nicht. Das ist Diamonds Painting. Ich erkläre dir das. Da packst du Steine. Eigentlich ist es ziemlich easy. Ich überlege, was ich da brauche. Ich packe, glaube ich, die Schere da drauf. Jetzt seht ihr nichts mehr. Das sind so kleine Steinchen. Diamanten quasi. Die Billigdiamanten. Und die packst du einfach da drauf. Und das nennt sich dann Diamonds Painting. Ja. Ihr kennt das nicht? Also, Daniel, du müsstest es kennen. Ich habe das schon mal gemacht. Das ist nicht das erste Mal. Aber dass ihr es nicht kennt, ist ja auch logisch eigentlich, weil Männer kennen sowas ja auch eher nicht so. So, und das geht dann so wie Mal nach Zahlen, dass man eben halt die Diamanten dann so aus der Schüssel nimmt mit diesem Pen und die dann in diese Felder reinpackt. Und da hatten wir schon mal ein Motiv gemacht mit Mickey Mouse und Minnie Mouse im Mondlicht. Das ist schon etwas länger her, aber wiederum. Und dieses Motiv wollte ich ganz gerne verschenken. Deswegen hatte ich das bestellt und habe gedacht, auch, ja, lange ist es her. Letztes Mal hat es mir auch ganz gut Spaß gemacht. Können wir ja nochmal machen, ne? Aber das funktioniert gut mit dieser Spitze, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann machen wir dazu. Und hinterher sieht das halt wundervoll, nee. Du kannst dabei super den Kopf ausschalten, weil du musst dich ja nicht dabei anstrengen. Du gehst einfach nur nach, hier Y ist 8, das ist die Farbe, die ist da drin jetzt, habe ich extra eine Schüssel gepackt und dann machst du alle Y jetzt hier. Erstmal. Und hier ist eine Folie drüber, weil das klebt natürlich, damit man hier die Diamanten draufkleben kann. Und das war's. Mehr ist es nicht. Das ist also weniger anstrengend zumindest als Puzzeln. Da muss ich mich mehr konzentrieren. Hier kannst du einfach nur dödelidö machen. Und man sieht es ganz toll ab. Toll aus, meine ich. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, ich komme mich nicht beschweren. Aber ich habe beinahe heute den Stream. Habe ich gedacht, streamst du heute noch oder nicht? Aber ich habe gedacht, nee, so faul können wir nicht bleiben. Wenn ich einmal Montag hocke ich einmal den ganzen Tag im Bett. Ne? Das ist mein freier Tag, wo ich gar nichts machen möchte. Wenn ich da einmal drin hocke, dann kriegt man mich schwer wieder raus. Ich sag's euch. Also, aber was mich Montag richtig gestört hat. 6-mal bin ich an die Tür gegangen. Also so oft, wie es gestern an der Tür geklingelt hat, hat es schon seit langem nicht mehr geklingelt. Und habe ich auch nur gedacht, was ist denn jetzt hier los, ey? Wollt ihr mich alle flachsen? Türkis sollte es eigentlich werden, aber es ist mehr blau geworden. Ich habe aber jetzt noch grün bestellt. Damit ich da nochmal drüber färben kann. Lila war schöner. Komisch, als ich lila, als ich schon mal blau hatte, haben das alle Leute gesagt, dass blau schöner fand. Also ich wollte aber eigentlich türkis haben. Aber es ist mehr hellblau geworden. Also es ist noch nicht fertig. Es ist jetzt wieder übergangsweise. Ich will türkis. So ein richtig schönes türkis. Nicht hellblau. Hellblau wollte ich nicht. Ja, ist Geschmackssache, ne? Also ich bin natürlich dem Lila immer treu. Das wird danach, wenn ich dann damit fertig bin, auch wieder Lila werden. Ist ja klar. Aber zwischenzeitlich muss man mal was anderes machen, ne? Kenne ich immer nur das Gleiche. Ah. Manchmal rasten die nicht so on ein. Naturhaarfarbe? Nee. Ich habe gerade 2-mal blondiert. Was denkst du denn? Das ist Arbeit. Bis ich dann wieder da zurückkomme zum Lila, das dauert dann ewig. Nee, nee, das meine ich. Es gibt bei Haarfarben nicht so viele Optionen. Entweder du machst oder du machst nicht. Moin, Tobi! Na, Tobi, warst Sonntag noch fleißig? Nee, das Y aber dunkler, ne? So. Ich glaube, ich vergesse nachher nichts an Y. Ja, ich würde ganz gerne wieder Türkis haben. Was wird das am Ende? Erkennst du es nicht? Das ist so eine... ja, man sieht es halt erst richtig, wenn es ganz fertig ist, ne? So lachende Tiere sind das. Die haben very much fun da.
Auf der Farm. Keine Ahnung. Ja, und das wollte ich dann verschenken. Wenn ich es noch schaffe vor Weihnachten, weiß ich nicht. Was jetzt? Ich dachte eigentlich, du schickst mir noch mehr Rezepte, obwohl die nächsten Tage habe ich noch ein bisschen einen kühlen Stream vor. Ich habe jetzt zwei Handys, also ich kann gucken, aber ich habe keine Nachricht. Und Gott sei Dank, ich habe mir noch eine andere Hülle bestellt, weil mit der kann ich wenigstens auch hier an den Seitentast drücken. Mit der anderen Hülle ging das ja gar nicht, ey. Das war furchtbar nervig. Ja. Die Probleme, die man hat, ne? Als wenn. Ich weiß noch nicht mal, wie das Wetter heute war. Ich war vorhin kurz draußen. Erst dachte ich, es ist irgendwie weiß, es liegt Schnee, aber nee, war doch nicht. Habe ich mich leicht verguckt, aber nur ganz leicht. Ja, ich war noch nicht einkaufen, deswegen wollte ich eigentlich heute Küchenstream machen noch, aber habe ich gedacht, scheiße, naja, es sind nicht die ganzen Sachen da, die du brauchst. Morgen wird es wahrscheinlich auch nichts zeitlich. Donnerstag erst. Ach so, ja, das kann ich machen. Oh, das wird aber noch ein bisschen dauern. Das mache ich sowieso. Ich wollte letztes Mal ja auch den Kuchen noch posten, aber nö. Der ist kacke geworden, dieser Butterkuchen. Da habe ich mir auch nur gedacht, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich nicht einfach meine Nachbarin frage. Die ist ja, wie man es kennt, bei Oma jetzt, was weiß ich, einen guten Schweinebraten ist oder keine Ahnung was. Die altdeutschen Gerichte und sowas kocht sie halt gerne und backen kann sie auch. Die hat ein Riesenbuch mit vollen Rezepten. Da hätte ich sie auch mal fragen können, wie sie Butterbrotkuchen macht, weil sie auch ein Rezept hat ohne Hefe. Und sie hat sich das Rezept, was ich rausgesucht hatte, mal angeguckt und sie hat auch gesagt, was ist das denn? Mit Sahne drüber gießen und so ein Scheiß. Da hat sie auch gesagt, was soll das denn für ein Rezept sein? Ich sage, ja, jetzt weißt du, warum der Kuchen so scheiße geworden ist. Also, der hat zwar geschmeckt, aber es war also ganz, ganz weit entfernt von Butterkuchen. Ganz, ganz weit. Also nicht zu empfehlen, das nachzumachen. Ja. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich ganz gerne zwei Diamonds Painting Bilder fertig kriegen vor Weihnachten noch, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Mal gucken. Dann müsste ich noch Rahmen bestellen. Es geht ja eigentlich ziemlich fix. Amazon liefert ja schnell. Also ich weiß nicht, letztes Jahr zu Weihnachten war es chaotisch schon mit dem Versandservice. Ich finde, jetzt aktuell geht's noch. Eigentlich kommen die da ganz gut hinterher. Aber letztes Jahr kam mir es vor, als wäre, also hätten die Leute, also die Menschen an sich, viel mehr Sachen bestellt. Kann jetzt natürlich sein, aufgrund von Corona, ne? Dass jetzt auch einige Leute gar nichts schenken, weil sie vielleicht zu den Familien nicht hin können oder so. Was heißt denn hier komische Sachen? Also ich glaube, Diamonds Painting kennt man eigentlich. Aber ich glaube, es ist eher so ein Frauending, ne? Puzzeln ist vielleicht auch. Manche Männer würden es vielleicht machen, aber ich glaube auch eher nicht. Glaub mir, wenn ich hier wieder einen Teil geschafft habe, du wirst es sehen. Und dann glänzt das so schön. Das ist mega. Es sieht cool aus, obwohl ich würde mir es auch nicht zu Hause aufhängen. Es passt halt nun mal nicht zu meinem Stil. Ich bin da nicht so der Kitsch-Fan. Ich habe Stil Landhaus. Hast du den? Ja. Ja, obwohl ich habe ja nur ein Rezept ausprobiert, ne? Also, das ist schon komisch, war das Rezept von Anfang an. Das habe ich mir gleich gedacht. Also, als ich es schon durchgelesen habe, habe ich gedacht, okay, gut. Wenn es da drin steht, dann einfach mal ausprobieren, ne? Bisher haben wir eigentlich immer Glück gehabt mit den Rezepten, aber das war echt komplett fail. Aber sowas von fail. Das muss ich noch bewerten, davon mal abgesehen, ey. Das kriegt auch von mir mal einen Minuspunkt, ey. Aber sowas von. Ja, ein bisschen umrühren hier. Wenn das Wachs so schön frisch drauf ist, kann man das gut kleben. Und hochheben die Steine.
Dann hätte ich den ganzen Scheiß von letztem Mal auch aufbewahren können, ne? Aber gut, was machst du eigentlich sonst damit? Ich habe zum Beispiel noch die Ölfarben von dem Bild, was wir letztes Mal gemacht hatten, habe ich auch noch aufbewahrt. Das, was zumindest übrig war. Nee, das sind gar keine Öl, das sind Acrylfarben, glaube ich. Ölfarben, wie komme ich da noch auf Ölfarben? Ja, was macht ihr noch Schönes heute Abend? Also ich denke mal, also die Woche werde ich dafür brauchen, um das fertig zu kriegen. Habe ich jetzt mal so eingeschätzt. Hier jetzt schon ein bisschen in Übung, so ist ja nicht. So, Y ist jetzt fertig. Wenn ich nicht irgendwas übersehen habe, machen wir mal H. H ist hellblau. Also Nummer 13. Gute ist ja, wenn man davon ein paar verliert, ist nicht ganz so schlimm. Das ist meistens immer ein bisschen Überschuss drin. Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, wie viel ich letztes Mal noch übrig hatte. Meistens sind bestimmt gerade am Zocken, ne? Kann das sein? Heute geht aber auch die Zeit schnell rum. Ich weiß auch nicht. Als ich meine Haare gefärbt habe, habe ich erstmal länger gebraucht als sonst. Normalerweise dreiviertel Stunde sogar. Manchmal habe ich schon einen Rekord mit halbe Stunde geschafft. Da mit durchkämmen und ordentlich machen. Aber heute habe ich ein bisschen schnell gemacht. So, dann einwirken lassen. Und ich gucke so auf die Uhr. Puff, 2 Stunden vergangen. Klar, was ist denn jetzt los? Die Zeit rennt heute. Ich weiß auch nicht. Wohin rennt sie? Warum hat sie es so eilig? Habe ich gar nicht verstanden. Ja, ich habe jetzt 2 hier hängen. 2 brauchen wir nicht. Auf den Haufen. Das Problem ist manchmal, so verrutschen die so ein bisschen. Dann hast du nicht Platz für den letzten mal. Weil die Steine sind einen kleinen Ticken größer als das Kästchen, wo man die draufklebt. Jetzt weiß ich wieder, warum die Schale so scheiße war. Weil hier zu wenig Fläche ist. Ja. Aber langsam kühle ich auch wieder ein bisschen ab. Eben gerade habe ich so geschwitzt, ey. Da habe ich gedacht, na toll, jetzt hast du gerade einen frischen Pulli angezogen, bist geduscht. Kannst gleich wieder duschen gehen. Danke dafür. Nur weil du mal ein bisschen was getan hast. Ja, genau. Jetzt schon wieder schön glänzt. Sieht aus so wie kleine Pickelchen noch. Von Weitem mit der Kamera da. Hier sitze ich auf jeden Fall ein bisschen komfortabler. Ich mache zwar auch einen krummen Rücken, aber ist nicht ganz so schlimm wie beim Puzzeln zumindest. Kriege ich nicht ganz so schnell Rückenschmerzen. Geht das schon wieder los? Genau.
Ist klar. Aber ich habe irgendwie Bock auf ein bisschen auf Weihnachtsmusik hier. Heute. Mal gucken, was wir so nur Copyright-mäßig finden. Hatte ich doch schon mal. Ja, jetzt bin ich ja nicht die Einzige, die Probleme hat, auf Twitch irgendwas mit Musik zu machen, sondern auch alle anderen, ne? Seit den neuen Gesetzen. Gemeinsame Genussmomente erleben mit der. Nein, wir wollen keine Werbung. Ich fühle mich dann immer wie eine Weihnachtsbäckerei. Wo war ich jetzt vor, ne? Ja. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ich auf jeden Fall. Das ist bei mir jedes Jahr das Gleiche. Die fangen alle immer so früh an mit dem ganzen Scheiß. Und dann hast du Weihnachten und ist alles wieder voll weg. So gefühlt. Die Stimmung meine ich jetzt dann. Das ist so wie ein Spiel, was zu sehr gehypt wird. Stimmung Olé und wenn es dann draußen ist, Das ist romantisch, ne? Mal wenigstens sagen, das Geschenk ist handgemacht. Made in China, aber handgemacht.
nicht. Ich hoffe, das ist nicht kopiert. Ne? Steht hier zumindest. Sag mal, das kann nicht sein, hier nach jedem Lied jetzt Werbung oder was? Das ist immer zum Kotzen, ist das so. Das auch mal ein bisschen, das ist irritiert. Geänderte Version sein. Repeat the sound in joy.
Sie, man muss da eine bestimmte Menge drauf haben, dann drehen sie sich besser um. Diamonds. Ich frage mich, warum das bis heute Diamonds kennt, den weiß ich nicht, Diamonds kleben. Das heißt, wenn sie kleben auf Englisch. Diamonds Glue? Ne, Glue ist Kleber, glaube ich. Boah, weiß ich nicht. Komm ich gar nicht dran. Also die Werbung, ne? Ist ja schlimmer wie, keine Ahnung, ey. Die wollen ja nicht Geld verdienen. Das Grüne.
sind auch wieder nur ein paar Teile. Schon wieder Wachs reinmachen. Ich bin sparsam. Kling, Glöckchen, kling. Trinken, ne? Ich habe übrigens gesehen, dass es keine fertigen Bilder zu kaufen gibt, ne?
Wäre ja mal interessant, ob sowas eine Marktlücke ist oder nicht. Weiß ich nicht. Für die Leute, die zu faul sind, das zu machen, vielleicht. So schnell kommt schon wieder die Werbung. Ja, lässt es leider nicht aus. Moin Andi, na? Manchmal verschieben sie es blöd, ey. Dazu müssen wir mit dem Fingernagel manchmal noch nachgehen, damit man nicht so viele Hohlräume hat. Wie geht's Andi?
mit dem Stift macht, dann schiebt man das Wachs nach oben. Macht ja nichts, wir haben genug. Und wenn nicht, schieben wir das Wachs wieder nach vorne. Ups. Auch gar kein Problem. Gut, ja. Bist du bei der Arbeit, oder? Oder nicht? Ja, keine Werbung bitte. ACC akut. Wir sind nicht erkältet. Niemand geht mal von rechts nach links, aber logisch, immer von links nach rechts. Ja. Du bist der Erste heute, der das errät. Wow. Die anderen wussten das gar nicht, was das ist. Genau das ist es. Obwohl ich das schon mal gemacht hatte. Das ist nicht das erste Mal. Aber schon ein bisschen länger hier. Das letzte Mal. Ich glaube, es ist gut ein halbes Jahr hier. Mindestens. Kurz ein bisschen rausschieben, aber es geht so schnell da raus. Ich muss die Zange holen. Und er ist gut. Dann müssen wir noch ein bisschen Kugelschreiber zum Gegendrücken.
16er, ne? Ja. On the first day of Christmas, my true love came to me. A partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love came to me. Two turtle doves and a partridge in a pear tree. Ob das überhaupt damit geht, wenn nicht, muss ich Zahnstocher wieder, mir ist zu groß, wieder aufstehen, Zahnstocher holen. Ich habe hier sonst keinen spitzen Gegenstand. Nein, habe ich nicht. Gut vorbereitet, wie immer. Aber wir haben ja welche, so ist ja nicht. Ich wollte gerade sagen, sonst kommt nie durch die Öffnung was durch, aber jetzt kommt es halt immer. So. Ja, das ist ein Engel, ja. Da hält es nicht, das passt in Richtung. Alter, nicht dein Ernst. Was habe ich denn letztes Mal genommen? Eine Nadel oder was? Natürlich, wenn man dann eine braucht, ist keine da, ne? Liebe es! Aha. Das würde auch gehen. Ich weiß zwar, wo meine Nadeln sind, aber ich will da nicht gerade alles nur wieder aus dem Ei. Jetzt will ich nicht alles auseinanderholen, das wäre doof. Dass hier nichts runterfällt, ey. Das wäre der Super-GAU. So. Wie lange die schon alt ist, ey. Da ist ja alles drin, so ein Nagel, ey. Nee, aber wir wollen natürlich so eine Heft-Büroklammer. Nee, Heft-Büroklammer, ne? Büroklammer, Heftklammer sind die anderen. Die Tulle ist bestimmt schon 20 Jahre alt. So, das müsste jetzt aber gehen. Ja, das ist dünn genug. Ja. Wäre nicht. Doch. Dass es da ganz durchgeht, ist ein ganz, ganz Miniaturloch. Also das ist so. Wenn mir das zu nervig wird, dann mache ich die Spitze ab. Es geht ja auch so. Ich hatte ja letztes Mal auch die Spitze ab. So ist er nicht. Sag mal. Wo kommt denn immer das Blaue her? Ich hasse es, ungepflegte Fingernägel zu haben. Ne? Hier ist noch Farbe. So, probieren wir es dann nochmal jetzt. Das Wachs. Ja, ein bisschen. La, 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 la. Die hat aber eine ganz furchtbare Stimme. Darf ich das
Sachs dann nicht mehr so reindrücken. Ich würde mich zumindest wundern, wenn es da aus dieser ganz kleinen, dünnen Öffnung rauskommt. Da kann man ja schlecht die Gegend drücken dann. Da drin, woher? Fast away the old year passes, la 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 la